Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Subnautica. Ganz genau, und zwar haben wir jetzt ein neues Projekt. Was ist kein neues Projekt, das ist ein altes Projekt. Und zwar baue ich jetzt biomgerechte Aquarien. Das hier ist das Mushroom-Biom, das Jelly-Mushroom-Biom. Das haben wir gebaut, das muss noch wachsen. Wir haben leider keine Eier gefunden für die Analtorpedos, was ja schade ist. Wir haben da die Augenfische, die schwimmen da drin. Dann haben wir hier die, die Okulusse, und es sind noch Pflanzen da. Die müssen aber noch wachsen, also wir kommen wieder. So, ich habe euch gefragt, welches Biom soll als nächstes kommen? Und zwar hat der Kevin, aka Nightmare, gesagt, das grüne Biom. Ja, das bedeutet, das Schlingpflanzenbiom, machen wir das. Ja, das machen wir als nächstes. Wir müssen unterwegs dann ein bisschen Titan nochmal farmen und, ja, ich komme immer da und hier hoch, ne? Es geht immer noch nicht, leider. Das sind die beiden, das von der Coco und das hier vom Bäcker, schade. Ich habe es immer noch nicht rausgefunden, ja. Ihr müsst noch leiden, bis meine Bilder mal funktionieren. So, ich muss ein bisschen was essen, damit es losgehen kann. Nein, nicht die Bildchen. So, da sind noch ein paar Samen. Hehe, Samen. So, da haben wir Glas. Wir haben noch zwei Titan. Das bedeutet, wir brauchen noch mehr Titan. Apropos. Habe ich denn noch Silber? Sonst könnte ich nochmal gerade so ein Range-Upgrade bauen für da. Wir gucken mal gerade, was ich dafür nochmal brauche. Ich glaube, ein Computerchip, ne? Ja. Wir holen mal gerade Korallendinger, damit wir einen Computerchip bauen können. Einen Moment. So, weiter geht's. So, wo ist Franz? Franz! Achso, der ist da hinten in der Bucht. Okay, wir holen mal gerade Franz ab. Und dann geht es los. Ja. Wir holen ein paar Korallendinger, Proben, damit wir den Range-Upgrade erhöhen können. Von unserem Scannerraum, damit ich mal so Schrott finden kann. Ich will das mal gerade fertig haben, damit wir unser Projekt vollenden können. Oder fortführen. Vollenden dauert ein bisschen, ja. Den Biom-Aquarien herzustellen ist jetzt schon ein bisschen mehr als gedacht. So, wir halten mal hier an. Da war auch ein bisschen Schrott gerade unter mir. So. So, Messerchen. Wir, du hältst nicht lang genug. Da steht auch nicht, wie lange haltbar es noch generell ist. So, dann noch. Komm, die nehme ich mal direkt mit. So voll wollen wir dann mal nicht sein, ja. So. Dann das, 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 Umwelt zerstören. Oh ja, yeah. Ja. So, 6 Stück. Okay. So, die haben wir. Hier unten ist noch ein, da, ein Wrackteil. Ein Schrott. Ein Schrotthaufen. Da. Hey, damit. Okay, ab nach Hause. Bong. 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 Tut mir leid. Etwas sinnlos heute. So. Wir halten hier an, weil wir wollen nicht in die Andockbucht. Das ist ein Umweg. Das ist ein Umweg. Fallerie, Fallera, Falla. Das war irgendwo hier. Nein, das war hier. Hier. Da, 1, 2, 3. Jetzt brauche ich noch Quarz. 1, 2. Oh, das könnte gut gehen. Ja, ja. Da, 1. Und Nummer 2. So, Range Upgrade wollten wir bauen. Nicht Speed Upgrade. Speed Upgrade brauchen wir gar nicht. Das ist doch ein Scanner Range Upgrade. Oder ist es ein, dein... Ah, scheiße. Scanner Room Speed Upgrade. Scanner Room Range Upgrade. Scanner Room Speed Upgrade. Scanner Room... Gold, Quarz. Scanner Room Range Upgrade. Quarz. Scheiße, haben wir doch gar nicht mehr. Oh. Oh. Haben wir denn auch gar nichts mehr hier? Das kann doch nicht sein. Sissy muss doch noch was haben. Sissy, offenbare, was in dir steckt. Vielleicht noch ein wenig Quarz. All Systems Online. Da haben wir doch noch Quarz und sogar Glas. Quarz und sogar Glas. Quarz und sogar Glas. So, zurück. Die Basis. Hallo. Oh, was ist denn da los? Oh, wurde abgebaut? Wurde versucht abzubauen. Ach so. Krass. Krass, wusste ich gar nicht. Ich habe ja versucht, es abzureißen. Es hat ja nicht funktioniert. Dadurch habe ich es, glaube ich, deaktiviert. Habe ich eigentlich diesen Chip hier noch? Ja, da. HUD-Chip. Übertragt Scannerraum ans HUD. Das funktioniert leider auch nicht so wirklich. Das sind die Kameras. Was sind wir eigentlich? Komm, wir fahren mal wieder zurück. Oh, wir sind schon was weitergefahren. Nee, Quatsch. Wir sind, guck mal da. Hinter dem Hügel sind wir. Okay. Komm, wir docken mal wieder an. Ich glaube, das geht auch. Ich glaube, andocken geht wieder. Aber ich weiß nicht, welcher uns ist. Entweder der oder der auf der anderen Seite.
da geht. Sehr gut. So, wir suchen nach Metallschrott. Scanne. Okay, Range Upgrade. So, ich glaube, was ist... Speed. Es geht halt nicht mehr raus. Es geht halt auch nicht mehr raus. Das kann man auch leider nicht austauschen. So, Metallschrott, scanne. Metallschrott. So, dann scanne mal. Ist halt die Frage, soll ich das mit den Kameras finden? Ich blick da halt nicht durch so richtig. Egal. So, zurück zur Mission. Was wolltest du nochmal machen? So, ach, nach Metallschrott scannen. Okay, das haben wir. So, jetzt tun wir alles wieder hier in die Kiste. Da haben wir ein bisschen Metallschrott noch. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt Fischi sammeln im Creepvine-Biom. So, ich habe genug gegessen. Das haben wir beim Platz. Messer geht auch noch. Okay, und los geht's. So. Ich weiß gar nicht, was es als Pflanzen hier gibt. Wir fangen mal hier an. Wir haben auf jeden Fall die Creepvines. Die kennen wir ja. Die hier. Die großen Grünen. Oh, scheiße, jetzt habe ich hier eine Fliege schon wieder vor meiner Nase. Scheiße. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Guck mal, da haben wir die zum Beispiel auch. Wir halten mal kurz hier an. So, da haben wir Boomerangfische. Es ist halt alles vertreten irgendwie. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht nur bei dem bleiben und bei dem Hoverfischen. Guck mal, das können wir auch noch scannen. Lila Hirnkoralle. Aber wir machen immer alle Pflanzen, die in diesem Biom vorkommen. Auch die Pflanzen, die überall vorkommen, würde ich sagen. Es sei denn, es ist nur Platz für Pflanzen, die generell hier wachsen. Ja, Probe aufgenommen. Dann brauchen wir jetzt davon eine Probe. Ne, halt, brauchen wir keine Probe. Und zwar brauchen wir so einen Samen. Die haben wir aber zu Hause. Das ist kein Problem. Okay. Jetzt gehen wir gerade hier rein, ob hier irgendwie was im Loch ist. Hier haben wir Gold. Da ist nichts. Da haben wir schon wieder Gold. Nein, Silber. Noch besser. Oh ja. Oh ja. Oh, Titan. Die können wir nicht mitnehmen. Die können wir aber scannen. Ah. Meine Allergie heute wieder. Oh nein. Oh, ich bin tot. Das war's. Das war's. Und. Oh. Alter Schwede. Alter Schwede. An dem bin ich schon mal gestorben. Im Hardcore-Modus. Ja. War also sehr nervig. Da waren unsichtbare Pflanzen davon. Oh, da. Zum Beispiel da. Es gibt so kleine, die sind aber eigentlich viel größer. Und wenn man da drunter schwimmt, ist man tot. Guck mal, hier ist ein Stein. Ah, okay. Lustig. Eigentlich nicht lustig, aber egal. So, zurück. Warum nicht überhaupt reingeschoben? Da oben ist wieder eine. Diese kleinen Arschpflanzen. Oder Quallen. Ich glaube, er ist ein Quallen, ja? So, da ist wieder was. So, wir sind gleich ertrunken. Sehr gut, Aldemar. Das machst du sehr gut. Weiter so. So, wo ist unser U-Boot? Da ist es. Okay. Fische brauchen wir. Und Eier von den Reapern. Da sind Hoverfische. Hoverfische sind zum Beispiel Creepvine-Biom-Fische, die nur hier vorkommen, glaube ich, so gut ich weiß. Soweit ich weiß. Müssen wir auch mal scannen. Hoverfisch, die hier auch. Ich würde sagen, wir bleiben bei, Boomerangfische. Die sind eigentlich überall vertreten. Oder im normalen Biom und hier. Bin mir halt nicht so sicher, ob ich... Die kann ich leider auch nicht mitnehmen, diese kleinen Penner. Es geht leider nicht schon wieder, die Scheißfliege. So, davon nehmen wir einen mit. Da haben wir... Nee, die können wir nicht nehmen. Da ist ein Boomerang. Da ist wieder irgendwas. Da sind diese... Aber andere Pflanzen gibt es hier gar nicht, ne? Hier gibt es nur diese Luftdinger und sonst... Gibt es hier... Seegras können wir aber nicht mitnehmen. Das ist ein bisschen doof. Scheiße. Das ist noch ein Oculus. Ich meine, hier schwimmt ja alles rum, ne? Hier schwimmt... Ach komm, die kann ich auch zu Hause scannen. Da, die sind am schönsten... Finde ich. Ja. Die sind sehr schön. So. Ne, davon nehmen wir keinen mit. Da haben wir zu Hause. Das ist ein Hoverfisch. Ich habe, glaube ich, Eier zu Hause. Ich habe Eier. Ich habe doch Eier. Die kann ich ausbrüten. Da komme da ich raus. Das sind Spatenfische. Nein, die kommen hier nicht vor. Das sind... Ne, die kommen hier nicht vor. Ne, der auch nicht. Das ist zu nah am anderen Biom. Wir trinken gleich. Aldemar. Du solltest mal Luft holen, das Schrott. Wir können ja auch Schrott. Ja, wir werfen auch Schrott einfach ins Aquarium. Ja, wir wollen es ja gerecht machen. Ob dann die Pirsche damit rumspielen, das würde ich gerne wissen. Wir brauchen auf jeden Fall Pirsche-Eier. Ich glaube nicht, dass wir welche finden. Ich habe schon mal welche gefunden. So ist nicht. Also ein großes Problem ist das eigentlich nicht. Halt mal hier an.
Was gibt es denn hier noch für Pflanzen? Sonst gibt es hier keine Pflanzen. Das sind echt nur diese Creep-Dinger. Creep-Vine heißen die. Komm her, mein Freund. Ah, ich schwimme mal normal. Das geht aber nicht. Ich muss immer schnell schwimmen. Scheiße. Meine Güte. Geht doch. Hab ich eine Batterie? Nein, habe ich nicht. Komm her, Bumerang. Komm jetzt. Komm jetzt. Komm in meinen Rucksack. Komm in meinen Rucksack. Oh. Den auch noch. So, jetzt haben wir genug. Hoffentlich haben wir aber leider nur zwei. Scheiße, ist meine Taucher. Ist das noch einer? Oh, das ruckelt immer, sobald man an dem rankommt. Da ruckel, 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 ruckel. Es ist so nervig. Es funktioniert, sehr gut. Okay. Ich muss unbedingt die Batterien nachfüllen. Ich glaube, das war's. Mehr gibt's hier gar nicht. Wir haben noch ein paar Eier zu Hause. Ich glaube, ich habe nicht zu viel in den Generator geworfen. Sonst müssen wir gleich mal Eier suchen. Hier ist ein bisschen schwer. Hier gibt's nicht so viele. Das Biom ist irgendwie ziemlich mau. Ja, so mal gerade zurück. Ich muss mal gucken, wie viele Eier ich habe. Ob ich noch welche neue suchen muss. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, ich denke, wir werden einfach nur Creepvines anpflanzen. Sonst haben wir nichts. Dann werden die so extrem leuchten wieder. Ist so nervig. Da, so wie die hier. Die haben nämlich auf einmal alle diese Bären dran. Normalerweise haben die nicht alle. Aber egal. So, halt. So. Welcome aboard, Captain. So, nehmen wir mal. Guck mal, da ist ein Metallschrott unter uns. Wir haben eine Hirnkorallenprobe. Die zerfällt hoffentlich nicht. Fischi, 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 fischi. Dann brauchen wir Glas, 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 Glas. Ne, wir haben gar keinen Titan, 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 Titan. Titan, Titan, Titan brauchen wir immer noch. Das Scannen hat nichts gebracht. Ja, ich blicke nicht durch, wie dieser Scannerraum funktionieren soll. Erklärt es mir doch bitte. Ja, es wird kein Metall angezeigt. Überall in den Videos blinkt alles an Metallschrott. Bei mir nur nicht. Ja, nur hier unten, da ist eins. In der Kiste, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung hat der alte Mann. So, wir bauen noch gerade einen Schrank. Wir bauen noch gerade ein Schränkchen. Wo habe ich das denn hingetan? Das Glas. Aldemar, hallo. 1, 2, 3. Ich weiß, ich habe gesagt, wir ziehen um diese Folge, aber irgendwie konnte ich mich nicht dazu aufraffen. Deswegen müssen wir hier noch ein paar Runden lang wohnen, bevor ich umziehe in ein, scheiße, geräumigeres... Ach, scheiß drauf, da kommt's jetzt hier hin. Ich muss unbedingt bauen, ja? Wenn wir das nächste Aquarium fertig haben, muss ich unbedingt umbauen. Ich muss in ein neues Abteil ziehen. So, jetzt haben wir, da ist noch ein Fisch. Okay, jetzt brauchen wir noch Metallschrott. Metallschrott, damit wir auch den beiden neuen Mehrzweckräume bauen können. Und die Verbindungen dazu, das sind ungefähr 16, oh, das ist schon einiges, ja? Das sind schon ein bisschen Titanstücke. Aber es sollte nicht zu schwer. Ist das ein Ei? Das nehmen wir direkt mit. Es ist ein... Ei. Es ist ein Ei. Es ist ein Ei. Das ist, glaube ich, hier einer von den hässlichen. Die hässlichen. Ich kann doch hier oben mal lang. Vielleicht finde ich da noch ein Ei. Schluck auf. Die sind eigentlich leider grün. Ja, das ist das Problem. Die sind halt grün. So wie alles andere in diesem Biom. So, hier ist Metallschrott. Da unten ist auch Metallschrott. Ich muss eine Batterie mitnehmen, Aldemar. Das hast du vergessen. Jetzt werden wir geplagt von dieser Auflademelodie. Ja, es ist schon eine Melodie, auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen eine Melodie. Ein bisschen eine Melodie. Oh, das sind noch zwei. Und noch ein Ei. Nee, oder? Doch, nein, doch. Oh, nein. Oh. Nein, doch. Oh. Doch, nein. Oh. Das war Louis de Funès. Eine Imitation von Louis de Funès. Das war toll, oder? Nein. Oh, nein. Sag. Nein, bloß. Oh, nein. Oh. Unfassbar. Also von dem deutschen Synchronsprecher, aber es kommt schon gut rüber, oder? Ich bin schon echt gut. Ich sollte Synchronsprecher werden. Auf jeden Fall. Der ist immer rumklickt, das nervt, oder? Komm, wir fahren mal gerade zurück. Tut mir leid, ich bin ein bisschen planlos. Planlos in der Unterwasserwelt. Ich hole eine Batterie noch gerade. So kann das nämlich nichts werden. Und ich muss mal gerade die Eier loswerden. Fischwechsel. Sonst haben wir keinen Platz mehr gleich. Metallschrott, guck. Aber es ist meine eigene Basis. Die da angezeigt wird. Das bringt mir doch gar nichts. Ist ja vielleicht Metallschrott im Schrank drin. Ja?
Sehr gut gefunden, gut beobachtet. Scannerraum, ich bin stolz auf dich. Du bist sehr sinnvoll. Äußerst sinnvoll. So. Guck mal, 4 Stück, das müsste eigentlich schon reichen. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht sogar. Da haben wir Kreaturen ein. Das sind diese mit der großen Fresse. Mit dem äußerst breiten Mund. Entschuldigung. Ja, immer diese Wortwahl, Aldemar. Immer deine Wortwahl, Titan. So. Ah. So. Okay, das haben wir. Dann muss ich nach draußen. Wir nehmen Glas mit. 4 müssten reichen. Wow, wow. So, jetzt bauen wir das nächste. Was ist jetzt los? So, und zwar rechts davon. Ich habe mir überlegt, wir bauen unser neues Zuhause hier drauf. Ja, da ist noch der Generator drunter. Dann, das ist eine gute Idee. So, ins Zentrum. Da oben kommt unser neues Zuhause hin. Da kommen dann einfach Gärten rein. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Hier kommen überall die ganzen Aquarien rein, würde ich sagen. Wow, 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 wow. Okay, Verbindungskorridor. Oh, ist ein bisschen an der Wand, aber ich glaube, das müsste reichen vom Abstand her. Wow, 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 wow. Wir haben Wassereinbruch. Wir haben Wassereinbruch. Alarm. Oh mein Gott, das hatten wir noch gar nicht, diese Staffel, ne? Scheiße, zurück. Oh, diese Ausdrücke, scheiße. Ich habe immer noch keine Batterie geholt, Aldemar. Meine Güte. 1,7, bla, 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 bla. Strom ist aus. Wasser strömt rein. Dass das Licht auch ausgeht. Das ist auch... Okay, ist auch neu. Auch mit Baumwoll gewaschen. Schweißgerät. Komm schon. Wie viele Höhlenschäden habe ich denn? Draining systems initiated. Oh, das ist neu. Also, die hat es normalerweise immer anders gesagt. Aber egal. Cool. Es dauert auch ein bisschen länger jetzt. Es ist nicht direkt die ganze Station unter Wasser. Sehr gut. Das lobe ich mir. Das lobe ich mir. So, jetzt brauchen wir den Erbauer wieder. Den Erbauer von Welten. Den Weltenerbauer. So. Ich hoffe, ich habe noch genug Glas. Ich glaube nicht. Wir brauchen 8 Glas, glaube ich. 8 Stück. So, der neue Eingang kommt hier hin. Dann haben wir wieder ein bisschen weniger Glas. Gott, dann habe ich kaum Platz hier drin, ne? Ach nee, doch habe ich. Ist alles gut. Ist alles gut. Oh, da ist noch mehr Lücken. Oh. Scheiße. Schweißgerät austauschen. Hallo. Geht doch. Sehr gut. Okay. Wie viel Glas habe ich noch? Keins. Scheiße. Ich glaube, wir können das Biom diese Folge nicht fertigstellen. Wir müssen noch mal ins Blattcap-Biom 1. Da gibt es nämlich viel mehr Quarz irgendwie. Willkommen bei Schranköffnungssimulator 2016 mit Aldemar. Hallo? Wie geht's euch? Ich bin der Aldemar. Okay. Gut, dann müssen wir es so machen. Guck mal, das ist jetzt Metallschrott. Nee. Hä? Oh Gott, dieser scheiß Scanner funktioniert nicht. Gott, ey, wird Zeit für ein Update. Hauptsache ein toller Raum. Hauptsache ein toller Raum. Ja? Aber es ist ja Early Access. Macht ja nichts. Das kann halt passieren. So, jetzt haben wir 4. Das reicht nur für 1. Dann lassen wir es hier. Gut, dann müssen wir noch mehr Quarz holen. Wir nehmen aber nur die Seemotte. Alles andere dauert zu lange. Da haben wir noch Titan. Okay. Dann gehen wir nochmal gerade aufladen. Oh, halt, Batterie, Aldemar! Haben wir noch Toxic-Dingens? Einen. Haben wir da noch Batterien drin? Nein. Dann gehen wir mal gerade Toxic-Mushrooms holen. Mit unserem leeren Gleiter. Oh, sehr gut. Das müsste reichen. Okay, so. Wir sind an Bord. Wir brauchen Kupfer.
Wir brauchen Kupfer, 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 brauchen Kupfer, 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 brauchen Kupfer, 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 brauchen Gold. Gold brauchen wir eigentlich gar nicht. Nein, warum sage ich das überhaupt? Das ist halt dämlich. Sinnlos! 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 Sinnlos, sinnlos. So, jetzt haben wir Batterien. Wir können die Pilze einlagern und ich kann mich mal kurz erholen, denn wir haben Folgenende, Leute. Das tut mir leid. Also nächste Runde Quarz holen und dann bauen wir das Aquarium. Ich glaube, wir machen nur die Seemotte voll. Ja? Wer hätte das gedacht? Also bis dahin, Leute. Haut rein. Thank you.